Yo, was geht? Wir sind hier zurück beim Steak & Lobster Channel mit einer neuen Video-Idee, einer neuen Rubrik. Und zwar ist es heute Errate den Spieler. Vier Spieler, drei Tipps, ein Name. Das ist Errate den Spieler. Eigentlich ganz simpel. Ihr könnt zusammenarbeiten, wenn es sein muss, weil ihr könnt die Fragen von dem anderen auch nutzen. Das dürft ihr auch. Also ihr müsst schon aufmerksam dabei sein. Und ja, dann würde ich sagen, willst du anfangen? Du siehst so aus, als würdest du anfangen. Ja, ich fange an. Ja? Fange ich an. Aber Nico guckte mein Handy, deswegen musste ich ein bisschen aufpassen. Hä? Kann er denn lesen? Ja, ja. Sagen sie alle und dann auf einmal wissen sie, welchen Namen ich habe. Ey, ich habe vergessen, wo ich das gespeichert habe. Wartet, wo habe ich das gespeichert? Fange ich an. Hast du eh nur Ich hab's. Also, meine drei Tipps für den Spieler. Ne? Ja. Ich bin Italiener und habe mal in Deutschland gespielt. Das sind sogar zwei Tipps. Die Auswärtstrikotfarbe meines Vereins war 2017 gelb. Und in FIFA 2016 und 17 war mein höchstes Ranking und zwar 86. Alexander Merkel. Alexander Merkel. Ist das ein Tipp? Nein. Alles klar. Ja, das war's. Also, Uhrzeigersinn, würde ich sagen, ne? Dann. Wir können ja alle. So. Ach so, okay. Könnt ihr. Okay, tamam. Ja. Soll ich nochmal wiederholen? Oder ja, wiederhol nochmal. Also, ich bin Italiener und habe mal in Deutschland gespielt. Okay, da hat er uns einen guten Tipp. Die Auswärtstrikotfarbe meines Vereins war 2017 gelb. Und in FIFA 2016 und 17 hatte ich mein höchstes Ranking mit 86. Italiener 86? Mir fällt einer ein, aber passt das Auswärtstrikot nicht. Ich hätte auch einen. Ich habe auch einen, aber ich weiß nicht. Ich glaube, wir haben alle denselben. Aber 2007, ja, kann gut sein. Ja, es passt auch in den Zeitraum. Frag doch einer. Ja, frag doch einen. Bin ich Stürmer? Nein. Okay, das nehme ich schon mal raus. Stürmer bin ich nicht. Bin ich Nationalspieler von Italien gewesen? Ja, ich bin Nationalspieler von Italien gewesen. Bist du dir sicher? Ich bin mir sicher. Ich gucke jetzt nochmal, aber ich bin mir eigentlich zu 100%. Nein, du bist nicht sicher. Das wollte ich auch sagen. Ein Tipp ist raus. Egal, ein Tipp ist auf jeden Fall raus. Das war so einfach, Digga. Rating war dafür zu hoch. Italiener? Gibt's denn noch? Bevor ihr mir in die Kamera guckt. So. Das muss doch... Ja, mal eine Frage. Ja, ich war auf jeden Fall Nationalspieler. Aber ich weiß gar nicht, warum ich geguckt habe. Das war klar. Bist du Verteidiger? Er gibt uns so viele Tipps, ne? Ja. Das war deine erste Frage, ne? Ja. Ihr habt alle schon eine Frage gestellt. Alles klar. Ich habe keine Frage gestellt. Ich habe einen Tipp. Ach, du hast nur einen Tipp gemacht direkt. Ich habe keine Frage. Was ist denn mit euch los? Wir müssen erstmal herausfinden, wo der gespielt hat, glaube ich. Also dieses gelbe Trikot, Digga. Auswärtstrikot, ne? Das ist auf jeden Fall nicht sein Heimtrikot. Naja, aber trotzdem, wen gibt's denn da? Und dann noch die Position. Und Italiener. Also mir fallen auch keine italienischen Verteidiger ein, die hier gespielt haben. Mir fällt einer ein. Bin ich Andrea Bazzali? Hä? Der ist mir auch gerade eingefallen. Oh. Der ist mir auch gerade eingefallen. Okay, ja, danke. Dafür bin ich hier. Echt? Sein, ja, Juve hatte mal ein gelbes Auswärtstrikot. Der hat noch letztes Jahr das gelbe Auswärtstrikot. Was war so? Ich habe an den deutschen Verein gedacht. Auch. Meine Fresse. Nein, ich habe auch gedacht, dann in Italien bestimmt. Und ich, der Einzige, weil ich wusste, nur Wolfsburg, Bazzali, sonst wusste ich gar nicht. Und Massimo Otto bei Bayern. Aber da wusste ich nicht, gelbes Trikot. Aber das war auch davor, oder? Da habe ich auch an Otto gedacht, ja. Wie davor? Also vor 16, 17. Ja, das weiß ich nicht, da habe ich nicht drauf geachtet. So viele Italiener gab es halt. Ja, mach nächstes Spiel an. Wes, mach du den nächsten. Andrea Bazzali, geil. Das war als nächstes. Aber Ujida kennst du nicht, das finde ich verrückt. Also, ich habe in 7 verschiedenen Ligen gespielt. Ich habe mit Ibra, Emre Belözoğlu und Michael Owen zusammengespielt. Und mein Schwager ist Mario Balotelli. Mein Schwager ist, was nochmal, der Schwager? Der Mann der Frau. Also der Mann deines Bruders oder deiner Schwester? Deiner Schwester. Also der Mann meiner Schwester ist Mario. Balotelli hat eine Schwester, also wusste ich nicht. Ja, aber gut. Wusste ich auch nicht. Balotelli hat eine Schwester. Aus Italien. Mhm. Der Typ ist safe Italiener. Soll ich nochmal vorlesen? Mit Ibra und mit wem hast du noch? Ja, genau. Mit Ibra, Emre und Michael Owen habe ich zusammen gespielt. Wie hieß Emre? Ist das Emre der Emre von Fenerbahce, der früher so Legende war da?
Ja. Ja, der, ne? Okay. Ich glaube, der war bei Gala und Beşiktaş. Der ist ganz Istanbul. Der wurde mal von Zamora oder wie hieß der? So ein Schwarzer. Der Sechser. Sieben Länder. Der hat richtig beleidigt. Keine Ahnung. Ich habe Stimme gesagt. Gar keinen Tipp. Was rassistisch oder so gesagt. Dann gab also, Stress. Und ich habe in sieben verschiedenen Ligen gespielt. Verschiedenen Ligen hast du gespielt. Und Ligen oder Länder? Ligen. Okay. So Quatsch, Digga. Guck mal, ich habe euch über das Riechkorrekt. Also auch Länder, kann ich jetzt schon sagen. Also, okay, ja, deswegen habe ich gefragt, genau. Stellt Fragen. Fällt euch keine Frage ein. Jetzt, also überlegt doch mal wenigstens, also der zweite Fakt ist schon. Was war denn der zweite nochmal? Mit Ibra, Emre und Michael Owen, wenn ihr daran denkt, so, wo okay. die Spieler jetzt so gespielt haben. Ja. Ich habe ist das schon ein guter Tipp? Ich habe mit Ibra. Ich habe mit Ibra, unter anderem mit Ibra, Emre und Michael Owen zusammengespielt okay. in meiner noch, Karriere. Bin ich noch aktiv? Nein. Okay. Du hast noch zwei Fragen. Das ist gut. Das muss man manchmal stellen, einfach damit man weiß, ey. Ja, die nehmen sich nur die Hinweise mit, die beiden. Habe ich mit, hab ich mit Ibra in Italien gezockt? Ja. Digga. Warte mal. In Italien. Was war das erste nochmal? Ich habe in sieben verschiedenen Ligen. Und das letzte? Gespielt. Mein Schwager ist Mario Balotelli. Okay. Das kann man nicht vergessen, komm. Mein Schwager. Hä, nee, das, ja, das passt nicht. Einfach nicht zusammen. Mein Schwager, ich habe mit den Simon ist Ibra, ein Ibra in Italien. In Italien. Und dieser Emre, dessen Nachname und, ich kenne. Und der zweite, der dritte. So, türkische Legende. Der dritte. Also der sieben Ligen, Balotelli Schwager und ich habe in sieben Michael verschiedenen. Und Michael meint. Ja, ja, okay. Michael Owen, ja. Michael, Ibra, Emre und Michael Owen. Ich habe mit Michael Owen gespielt. Wo hat Michael Owen überall gespielt? Ja. Liverpool. Real, Newcastle. Ja. Liverpool, Real, Newcastle. Manchester United. Ja, was? Ja, ja? Okay. Ja. Ibra hat bei Barca gespielt, bei Inter, bei Milan. Das muss ja irgendwie. LA Galaxy. Ich meine, du hast bei Galaxy gerade so komisch reagiert. Ich hab dich nur. Ich hätte meine Frage. Ja, ich will meine letzte nein, er hat ja schon gesagt, dass er in Italien ist. Ja, du hast schon eine Frage. Ich habe eine. Wie viele Fragen hast du denn? Er hat wie eine. Wie viele habe ich denn? Drei habe ich. Er hat eine gestellt. Nur drei. Ach ja, aber er hat nur eine gestellt, oder nicht? Ich habe nur eine gestellt. Mit Italien, ob er mit Ibra in Italien. Achso, ja, das warst du. Ja, okay. Dann habe ich eine gestellt, aber noch tiefer. Ihr habt beide noch zwei, du hast nur drei. Ja, ich weiß, mir fallen keine Fragen ein, weil ich keine Ideen habe. Nicht gesagt. Stark. Bin ich Europäer? Nein. Oh, das ist gut. Bin ich Afrikaner? Ja. Oh, das ist stark. Ey, bin ich richtig. Hilft mir trotzdem kein bisschen weiter. Du hast noch eine Frage, du hast noch zwei, du hast noch zwei. Ich bin Afrikaner. Und bin ich Ghana? Nein. Ah, schade. Beiden haben noch eine Frage, also überlegt. Hat Nico gut. gar keine mehr? Einer noch einen. Eine. Also, ach, du hast zwei. Ja. Okay. Oh, ich bin Afrikaner. Fällt euch irgendein Verein ein, wo die zusammengespielt haben könnten? Ich habe einen im Kopf, einen Spieler. Ah, nee, du hast ja erst kein Ghana. Gut, das ist okay. Diese richtige Wissenschaft. Du hast das echt gut gemacht mit der Frage. Ja, das ist schon gut. Dass du kein Ghana bist. Ein Afrikaner, der mit Emre und Ibrahimovic. Welcher Afrikaner mit Ibra gespielt? Fangen wir damit an. Eto'o, hat er mit Ibra gespielt? Nee, ich glaube nicht. Nee, ne? Nee, das war die wurden immer geswitcht. Ja, die beiden, ja, genau. Aber einmal geswitcht, so besser gesagt. Haben so. Wir schon irgendwie positionsmäßig gefragt? Nee, wir haben die Position ne? gefragt. Das ist gar nicht mal so doof. Guck mal, ich habe noch zwei, ne? Deswegen ja. frage ich. Ja. Aber ich weiß nicht, welche Position ich fragen soll. Guck mal, glaubt ihr, Balotellis Schwester steht auf Stürmer oder Verteidiger? Das kann ich nicht sagen, keine Ahnung. Du wusstest, aber der hat halt, mal, er hat halt bis jetzt nur Stürmer genannt. Das kann Indiz sein. Also muss nichts heißen kann. Aber. Halbschwester, glaube ich. Ja. Okay. Nee, ach, stimmt. Gibt ist ja auch adoptiert. Und hat ja, genau. hat ja eine leibliche Familie. Glaub, das bringt euch auch nichts. Du weißt, wer seine. Aber haben wir irgendwas, bevor ich eine dumme. Wir haben nichts mit Stürmer, Mittelfeldspieler oder Innenverteidiger raus, ne? Nee, gar nicht. Alles klar, dann. Bin ich im Mittelfeld? Nein. Das hat es nicht gerade einfacher gemacht. Stürmer. Du musst halt genau treffen, Digga, weil sonst. Dann frage ich aber, bin ich Stürmer? Ja. Okay. Also, du hast jetzt keine Frage. Also, ein Stürmer, der mit Michael Owen und Ibra zusammengespielt hat, und diesen Emre kenne ich leider nicht. Stürmer ist aber gut, weil so viele gibt es nicht in einer Mannschaft. Ja, aber mir fällt kein passender Afrikaner. Guter Afrikaner, die Stürmer gibt es jetzt auch nicht so viele. Hä, Eto'o, Drogba? Ja, gut. Ja, und Drogba fällt aber auch schon raus. Dann war es das aber, oder? Eto'o, Drogba. Die ich sonst kenne, sind alle älter. Kennst du nicht mal Agogo?
WM 2006. Der, der hat doch nur in England gespielt, in der zweiten Liga. Ah, der war gut. Ja, das eine, ja. Bei Birmingham oder sowas. Junior Agogo, so ein richtig großer Bulliger. Ja, der sah aus wie Ailton. aber größer. Boah, ey, das ist echt schwer. Der muss auch mit Michael Owen spielen. Das heißt, der muss in Liverpool, halt. Real, Newcastle. Ja, und Stürmer. Wo hat dieser Emre nochmal überall gespielt? Ich kenne den halt nicht. Der war halt, glaube ich, nur in der Türkei. Nur in der Türkei. Aber der war halt echt, der war ein guter Typ. Ja, deswegen könnte es sein, dass der woanders mal war. Ne? Der war nicht nur in der Türkei. Komm schon. Ey, Jungs. Wie? Komm, das ist eine Legende, Bruder. Das weiß, ich das weiß man. Wenn ich ihn nicht kenne, ist er keine Legende. Wow. Guck mir die ganzen Kennt alle Türken. Jetzt kennt man den wirklich. Weil ich mir der Name sagt ja, Bruder, safe. Okay. Wie jetzt? Emre? Ja, doch, doch, Bruder. Der Name sagt mir schon was, aber ich wusste nicht, dass der... Hat der einen Spitznamen? Der ist Fan-Legende. Biki hat oft über ihn gesprochen. Das ist so ein kleiner... Egal, wir müssen den Spieler haben, nicht hier... Ja, aber wir müssen auch überlegen, wo der gespielt hat. Wer hat denn noch eine Frage? Nur noch Bene, ne? Ja, aber noch eine. Ja. Ich überlege gerade, ihr beiden habt noch eine. Also jetzt müsst ihr fragt mal bitte darüber. Einfach. Soll ich euch die Fragen stellen? Ja, kannst du auch machen. Fragst du einfach die. Stell mal eine Frage. Habe ich mit Ibrahimovic in einem Mailänder Club gespielt? Ja. Okay, dann sitzen ja nur noch zwei jetzt. Ja, noch zwei. Okay, das war gut. AC Mailand oder Inter? Ich komme trotzdem kein Stück weiter. Welche sind denn die Stürmer, die da waren? Also Bene ist der Einzige, der noch eine Frage hat. Und der ist schon mal rausgefallen. Mir fällt kein anderer Stürmer ein, der passen könnte. Wir werden gerade bestimmt so kommentiert. So. Die wissen das alle schon. Ey, das ist richtig schwer. Ob ihr wirklich, also seid ehrlich, dass wenn ihr... fällt euch ein passender Stürmer ein. Ist das eigentlich dein schwerer Spieler? Ja, es gibt Mittel. Er sagt mir Mittel. Also, ja, was doch, ist denn bei dir schwer? Das ist schon schwer. Also, Regionalliga Südwest oder was? Gleich werdet ihr euch denken, Digga, scheiße, weil ich kenne den Safe. Digga, der kommt mir gleich mit Kreisliga. Man kennt den Safe. Inter? Ihr werdet euch richtig in den Arsch beißen. Ibrahimovic bei Inter. Der war bei Inter 2.8 war der da. Jungs, 2.9 und 2.10 oder 11 ist er gegangen. 10, 11 ist er gegangen. Und dann kam Eto'o. Ja. Und danach ist er zu AC Mailand gegangen. Davor hat er nicht einmal bei AC Mailand gespielt. Genau das werde ich, diese Diskussion hier. Und genau von 2011, bis er dann zu United gegangen aber ist. Aber warte mal. Oder LA Galaxy war er dann bei... Kann das nicht Samuel Eto'o sogar sein? Wenn der war doch auch bei Real. Er war nur in der Jugend. Nur in der Jugend. Der war da, das ist ganz lange her. Und er hat nicht mit Ibrahim gespielt. Er hat nicht mit Ibrahim gespielt. Und mit Michael Owen damals auch. Aber er war auch bei Inter, oder nicht? Er war bei Inter. Ja, aber er ist ja mit Ibrahim getauscht worden. Ja. Ach stimmt, deswegen. Da ist er ja nach Barca. Stimmt, ja, deswegen. Stimmt. Der einzige Stürmer, der mir da einfallen würde, ist halt der Typ, der Schwager ist. Dessen Namen man nicht kennt. Nein, dessen Schwager er ist. Also Balotelli wird mir da einfallen. So. Kann es ja nicht sein. Der spielt auch nicht mehr. Stellt eure Fragen. Weil sonst, oder sagt mir, oder haut einfach eure Tipps raus. Ja, ich will gerade irgendeinen. Haut einfach eure Tipps raus. Welche Tipps? Mir fällt keiner ein. Muss mich nicht so anschreiben. So, er ist, guck mal, wir haben ja schon herausgefunden, dass er schwarz ist, ne? Haben wir das überhaupt? Er ist Afrikaner, aber kein Ghana. Ach, haben wir gesagt, er ist Afrikaner? Ja, und kein Ghana, das wissen wir. Er ist Stürmer. Ah ja, du hast gesagt. Er hat mit Ibra bei einem der Mailänder Clubs gespielt. Genau. Er hat mit Michael Owen gespielt und mit eurem Emre. Haben wir nicht sogar Inter Mailänder Club? Nee, wir Inter, AC und Inter. Wären AC oder Inter. Also ja. Das heißt, es war entweder vor 2010 bei Inter oder nach 2000. Er hat halt noch mit Michael Owen gespielt. Ja, wo haben die beiden zusammen gespielt? Er spielt halt nicht mehr, ne? Ja. Das mit Michael Owen ist richtig wichtig. Wo war denn Michael Owen nach Real? Wisst ihr das? Nach Real ist der zu irgendwo in England. Aber ich glaube, dazwischen war noch was. Newcastle. War das danach erst? Newcastle, nicht davor? Ich glaube, es war nämlich Newcastle, Liverpool, Real, irgendwas und dann Galaxy. Aber Owen war meines Wissens nicht in Italien. Wir müssen uns, glaube ich, mehr auf diesen Ibrahimovic so fixieren. Auf Ibrahimovic. Ist okay. Ist den nicht schlimm. Hat er gespielt. Gib mir ruhig den Punkt. Ein afrikanischer Stürmer. Bei Inter oder AC, der kein Ghana ist. Ein billiger Stürmer. Ei. Jetzt kommt er. Frag mal. Herbert Donker. Nee, irgendwas mit National. Oh. Von irgendeiner Nation. Wir brauchen eine Nation. Ja, Bruder, du musst ja, wie wahrscheinlich ist das, dass du genau das Land triffst? Deswegen. Wie viele Länder gibt es denn? Ja, aber meinst du, da kommst du da drauf, jetzt meine ich. Nein. Der Kontinent ist riesig. Guck mal, gehen wir einfach durch. Du hast welche Kamerun. Guten Stürmer hatte Kamerun? Also, ja, genau. Wir hatten einen Namen schon mal nicht. Eto'o. Okay, immerhin. Ja. Ja. Eto'o. Eto'o. Nochmal dieser Eto'o. Dieser Eto'o, dieser eine da. Choupo-Moting? Der hat da nicht mehr. Der spielt auch noch. Wen hättest du noch so? Roger Miller. Roger Miller, sagt der ja jetzt. Boah. Ich bin Demba Ba.
Der war ist das jetzt dein Tipp? Ja. Ja. Nein. Der war doch gar nicht bei Dings in Italien bei den Clubs. Ich war gerade einfach verzweifelt. Ja. Aber Newcastle hätte gepasst, Türkei hätte gepasst, deswegen. Ja, stimmt, der hat ja in Newcastle gespielt. Ja. Boah, Digga. Togo hatte diesen Adebayor, aber der ist es nicht. Bisher. Ich bin mir sicher, weil Adebayor, glaube ich, niemals mehr. Der war, glaube ich, nicht in Italien. Du hast noch eine Frage, ne? Doch. War der in Italien? Der war in Italien. Ich meine schon. Nein, er hat keine Fragen mehr. Guck mal. Ich meine, der war bei, ich glaube, der ist von Arsenal zu Milan gegangen. Adebayor. Ich meine schon. Also ich war da ziemlich jung. Rein. Bin ich Emmanuel Adebayor? Nein. Ja, okay. Hast du jetzt überhaupt noch einen? Ich habe noch eine Frage, aber. Und eine Frage, ein Tipp und zwei Tipps. Genau. Der hat ihm Benefits-Spiel gemacht, sage ich doch. Oder das war so ein Talent, das nur einmal mit den Profis ein Spiel gemacht hat. Ja, das ist mein Ding gerade. So ein Jugendspieler. Das ist mein Ding gerade. Das ist Quatsch. Das würde passen. Das ist Quatsch. Das würde in sein Niveau passen, wenn er es so macht. Mm. Aber da wird Seht ihr gleich. Wenn ihr mir den Punkt gibt. Da passt Michael Ohr nicht rein. Kommt, Jungs. Boah, ich bin ganz ehrlich, wie wir liegen. Ich kriege gerade Spieler im Kopf durch. Man will diesen Punkt nicht geben. Hau noch einen Tipp raus, du auch. Ich würde ja gerne. Ey, ganz im Ernst, meine sind auf jeden Fall leichter. Kongo, gibt's Kongo-Stürmer? Meine sind leichter als deine auf jeden Fall. Keine, die. Mali. Ja, ich will den Punkt, oder? Mali. Cissé ist, glaube ich, aus Mali, oder passt aber meines Wissens auch nicht. Auch nicht. Das ist halt dieses. Der mal bei Freiburg war, meinst du? Ja, ja. Der war in der Türkei, der war bei Newcastle, aber der war nicht in Italien. Gehen wir mal richtig rassistisch. Also, würde sonst noch. Mir fällt noch Aubameyang ein. Aber der darf ja nicht mehr spielen. Der darf nicht mehr spielen. Ach, stimmt, hast du recht. Gehen wir mal richtig so durch. Wir haben Suleyman Muntari, der ist aber kein Stürmer. Apia? Wir hatten Apia, der war safe mit allen dreien. Der ist auch kein Stürmer. Und auch beides Ghanar. Wir sind. Ja, das ist das. Das macht schon tot. Michael Essien. Kevin Prince Boateng. Der ist auch kein Stürmer. Ja. Kevin Prince ist auch kein Stürmer. Der ist auch kein Stürmer. Der hat mit Ibra gespielt. Ich weiß nicht, ob er mit den anderen gespielt hat. Mit wem war der? Mit Ibra? Mit Michael Ibra, Owen. Emre und Michael Owen. Der war doch bestimmt auch in der Türkei irgendwo. Ja, muss. Das ist mein Ding. Das haben ja viele zum Karriereende gemacht. Ja, aber das macht es dann nicht einfacher. Ey, ich habe noch eine Frage, ne? Ja. Guck mal. Jetzt kommt's. Ich frage einfach. Hab ich mit Ibra bei Inter Mailand gespielt? Das hattet ihr doch schon. Ja. Nein. Wir haben Mailänder. Habe ich mit Ibra bei Inter gespielt? Ja, bei Inter. Ich habe mit Ibra bei Inter gespielt. Das heißt. Gut, ich habe keine Ahnung. Ja, ich denke nur an Inter, mir fällt aber keiner ein. Ich kenne nur das Inter-Team, das die Champions League gewonnen hat. Ja. Alles davor, ich habe keine Ahnung, wer da gezockt hat. Außer Wesley Sneijder. Und dieser Zanetti rechts. Und Adriano. Milito. Milito. Stimmt, der war gut. Der war gut. Gehasst, ey, das gegen Bayern. Ja, haut dir noch eure Tipps raus. Sonst gebt auf, dann machen wir weiter. Nein, wir überlegen wir leben noch. Cambiasso, war der da? Zähl jetzt keine Italiener auf, das bringt doch nichts. Ey, ich bin auf. Mir fällt keiner ein. Okay. Ihr könnt gerne für mich kämpfen, aber ich bin raus. Ich will auch mal wieder raus. Nico, hast du irgendeine Idee? Ich. Nein? Minus gerade, Minus. Du? Was sagt ihr sonst? Sag ich euch das. Safe hat er gelogen. Aber wenn du soll ich sagen? Ja, komm, sag. Ja. Dann krieg ich den Punkt. Ja. Obafemi Matic. Ah, fuck. Wir haben Nigeria nicht gemacht. Warum haben wir aber der Ben, da wäre es im Obafemi Matic. Ich hätte bei Inter gespielt. Ich habe an den gedacht, aber wann denn? Er hat bei Inter gespielt. Der war kein Stürmer. Wann denn? Du hast keinen Respekt, Bruder. Nein, aber der war. Das ist okay. Nein, aber wann denn? Ey, der war doch sogar bei Wolfsburg. Ja, deswegen. Ja, Wolfsburg. Und Newcastle hat er mit Owen gespielt. Davor oder danach? Und Inter hat er mit beiden gespielt. Also Ibra und Emre. Emre hat bei Inter gespielt, Jungs. Ich kenne Emre. Deswegen kann Emre nicht. Ich wollte doch, es gab noch einen anderen Spieler, den ich hätte reinpacken können, aber ich dachte mir, Digga, bei Emre. Aber ich bin auch dafür, der war Außenspieler. Für mich war der schon Stürmer, aber ich bin da einfach im Leben nicht drauf gekommen. Er hat doch gerade mal 3 Tore geschossen, oder mehr nicht. Nein. Bei Newcastle war der gut. Nein. Ja, Newcastle. Aber bei Wolfsburg hat er gut. Nee, da war der schon schlecht. War der auch nicht schlecht. Ja, komm. Bei Inter Bene. Oder nach Wolfsburg? Ja, Bene. Das ist Bene. Ja, Digga, das kann ich lesen. Also, mein erster Tipp ist, mein Neffe spielt bei Alemannia Aachen. Oh, die kenne ich. Jo. Ja, mach weiter. Mein Sohn wurde auf Mallorca geboren.
Ey, das sind aber geil. Ich hatte gerade so einen ekligen Witz, aber egal. Ich lasse das. Der dritte? Keine Kinder mehr. Sagst du noch Parkettfarbe zu Hause oder was? Der dritte? Ja, ja, hau rein. Ich habe für Real, Barca und Espanyol gespielt. Okay, das ist ein guter Tipp. Was ein Hund. Real und Barca und Espanyol Barcelona. Ja, lass direkt fragen. Okay, ja. Wir müssen direkt die Nationalität rausfinden. Bin ich noch aktiv? Nein. Okay. Nationalität. Ja. Weil sein Neffe spielt in Aachen, aber das heißt ja nicht unbedingt, dass er Deutscher ist, ja. Und es gibt keinen Deutschen, der bei Real und Barca und Espanyol hat, Barcelona war? Who knows? Was war das zweite nochmal? Komm, ich hau einfach rein. Bin ich Deutscher? Nein. Das zweite war, dass der Sohn auf Mallorca geboren ist. Er ist kein Deutscher. Komm, okay. So, ich habe meine Tipps auf jeden Fall heftiger. Real und Barca. Was heißt Espanyol? Real, Barca, Espanyol, Barcelona. Ich bin kein Deutscher. Oh, Espanyol, Barcelona. Und ich spiele nicht mehr. Wer hat bei Real, Barca und Espanyol das gespielt? Das ist das. Espanyol, das ist das. Du hast gesagt, gespielt auch, ne? Hast du gesagt? Ja, ich okay, schon nein, nein, also er war bei den Vereinen. Kannst du den ersten Tipp nochmal genauer vorlesen? Zu nennen. Er war bei den Vereinen. Und der Neffe spielt aktuell bei Alemannia Aachen. Ach, aktuell, okay. Dann habe ich jetzt eine Frage gespart. Sonst hätte ich also mit dem war bei dem Verein, das könnte auch Funktionär gewesen sein, oder was? Er war nicht als Funktionär bei den Vereinen, aber er war als Spieler bei den Vereinen. Das, genau, also er war als Spieler bei den Vereinen. Er war kein Funktionär, kein Trainer, er war bei den Vereinen. Ach so, okay. Korrekt, sonst hätte ich gefragt, ob der jetzt irgendwie Trainer war. Ja, meine Frage. Ich habe an Bernd Schuster gedacht. Ja, aber ich will besonders schwer machen, deswegen. Und er ist Deutscher. Okay. Ja, wir sollten einen leichten. Oder nein, aber meinst du, wir so random Shit nehmen? Vielleicht ist er ja Österreich. Nee, der ist Deutscher. Gut, das heißt also, das schließt das andere ja nicht aus. Österreicher sind ja keine Deutsche. Ja, deswegen ja. Sonst wäre es ja noch. Es gibt einen Spaß. Weil ey, ich mach diesen Witz nicht. Oh, Digga. Aber auch der war kein Deutscher. Also. Nein, ich wollte sagen. Hast du nur ausgebrannt. Okay, ich sag den doch. Ich würde sagen, es gibt einen Österreicher, der dachte, er wäre Deutscher. Deswegen. Ey, sick. Dann. I'm just saying. Du machst dir selbst eine Arbeit, Herbert. Du machst dir selbst eine unnötige Arbeit. Komm, lass nach Hause gehen. Reicht. Ist okay. Okay. Er war kein Deutscher. Ich wurde in Mallorca. Nee, mein Sohn wurde in Mallorca. Mein Sohn wurde in Mallorca geboren. Könnte halt sein, dass er Mallorca gezockt hat. Soll ich nach Champions League fragen? Aber er war kein Deutscher, ne? Er war kein Deutscher. Da müsste ich eben nachgucken. Zu viele Champions League geholt. Aber warte mal, er war kein Deutscher, ne? Nee, er war kein Deutscher, hat er gesagt. Er war kein Deutscher. Wie viele Fragen haben wir denn überhaupt noch? Wer, wie viele? Ich habe zwei noch. Ich habe noch keine gefragt. Bin ich Spanier? Also, das ist jetzt so ein Ding. Also willst du nach Pässen gehen? Also, er hat einen spanischen Pass. Okay, das. Okay, ja. Okay, warte er mal. Also, er hat zwei das Nationalitäten. Heißt, er hat zwei, drei Nationalitäten. Dieses. Er hat einen spanischen und noch einen anderen. Ja, genau. Und er ist kein Deutscher. Und wenn er einen spanischen hat, kann es gut sein, dass er auch irgendeinen aus entweder Frankreich, das gibt diesen Mix. Oder Portugal? Ich hätte sogar eher gesagt, dieses ein Afrikaner. Dann frag doch. Ja, ich überlege gerade. Ich frage einfach, ist er Afrikaner? Mhm. Ja, gut, war richtig. Tamam. Stark. Ja. Diese, wir auf den, er wurde in Afrika geboren, ist nach Spanien gezogen, um dort Fußball zu spielen. Ja, gut, ja, okay. Aber welche Afrikaner waren bei Real und Barca? Eto'o. Da gibt es nicht so viele. Aber war Eto'o auch mal bei Espanyol Barcelona? Der war bei Mallorca, der war bei Mallorca. Ach, Mallorca war das. Und da ist er rausgeboren. Bin ich Eto'o? Jo. Ja, Digga, scheiße, ich wollte sogar gerade. Warum habe ich dich einfach gesagt? Hey, der kriegt unsere Punkte. Und der meinte vorhin bei dem Tipp, wisst ihr noch, wo er meint irgendwas mit Eto'o? Und dann meinte der, nee, der hat den Jugend gespielt oder so. Digga. Das kam direkt aus. Ich dachte mir, komm, das weiß man aber auch so. Der Neffe spielt in Aachen. Ja, krass. Aber das kam so schnell. Ja, aber wir haben letztes Mal mit dem geredet, da hast du mir das gesagt. Also ich hatte es von dir. Ich wusste aber, wann hat er bei Espanyol Barcelona gespielt? Wann hat er bei Espanyol gespielt? Jugend. Ach, er war in der Jugend bei Espanyol? Ja. Ist dann zu Real Madrid gegangen? Nee, ich glaube erst zu Barca, oder? Nee, Quatsch. Nee, erst zu Real und dann zu Barca. Irgendwann. Wer ist denn sein Neffe? Wie heißt er? Ulrich Bappo. Ist das so. Ulrich? Der war mein Vorne. Soll ich machen? Auf Herbert. Ulrich. Also, erster Tipp ist, ich habe in Deutschland, Spanien, Holland und Österreich gespielt. Genau, diese Österreicher. Österreich ist gut. 2008 wurde ich Vize-Europameister. Oh, das ist geil. Wehe, einer googelt hier. Und, letzte, ich habe mehr Tore für Barcelona geschossen als Erik Abidal.
Ja, gut, aber. Super, Alter. Diese drei Tore, die haben wir geschossen. Warte mal, 2008 Finale? Deutschland. Hat Spanien. Deutschland, Spanien. Deutschland, Spanien hat gegen Deutschland gewonnen. Er ist Deutscher. Ja, okay. Das war kannst du den ersten beiden Tipps nochmal vorlesen? Oder den ersten reicht, den zweiten habe ich ja. Nur der erste. Wo hat er nochmal gespielt? Ich habe in Deutschland, Spanien, Holland und Österreich gespielt. Ein Deutscher, der in Österreich gespielt hat. Und Spanien und Holland. Und anscheinend bei Barca auch gespielt hat. Wie Barca? Achso, wegen den Toren. Er hat ja mehr Tore für Barca geschossen, so, als ja, ja, ja. Bevor er mir Eigentore geschossen hat. ich hau einfach mal, bin ich Deutscher? Okay. Sie. Ja. Junge, willst du noch mal sicher gehen? Wie sicher? Nochmal sicher gehen. Auch, eigentlich ist da auch egal. Nochmal sicher gehen. Ist doch egal. Welcher Deutsche hat in Österreich gespielt? Weil dann wären wir ja voll auf der falschen Fährte. Welcher Deutsche hat in Österreich 2000, der bei der EM 2008 dabei war? Wer war überhaupt dabei? Da war Lahm rechts. In der Innenverteidigung waren. Da war Metzeler. Und wer war der? Bruder. Und da war noch Lord ein Lord, Digga. Das Name, man sagt ja. Da war noch ein Innenverteidiger. Wer kommt alle in die Hölle? Da war noch ein Innenverteidiger. Metzeler und Merz. Mertesacker, die beiden, ja. Ich höre das auch. Nee, der ist da noch U20 Europameister Weltmeister geworden. Der ist die waren alle noch jung. Geworden. Die waren alle noch jung, die wir jetzt alle auf dem Schirm haben. Ja. Das war eine alte Truppe. Das heißt, die sind alle raus. Ja, Schweinsteiger auf jeden Fall. Ja, allein die Frage, welcher Deutsche in Österreich gespielt hat, von denen, die Nationalspieler gewesen sind, das muss ein kleiner Kreis sein. Und er hat ja in mehreren Ländern gespielt. Das ist auch noch ein kleiner Wanderer. Ja, bei Barca, Digga, warte mal. Welcher Deutsche hat bei Barca gespielt? Wir müssen nicht mal so. Welcher Deutsche hat bei Barca gespielt zu der Zeit und ist mit zur EM gekommen? Nein, er muss nicht zu der Zeit da gespielt haben. Er hat nur bei Barca gespielt. Ja, irgendwann davor die Zeit. Oder auch danach, kann auch sein. Er hat ja nur mehr Tore als Abidal. Das heißt ja nichts. Ja, davor die Zeit. Abidal, guck mal, wann Abidal da war. Die Frage ist, welche Deutsche. Nein, Bruder, 2006 und so, Bruder? Der ist unser Alter. Abidal war 2008 weg von Barca oder so, ungefähr. 2009, glaube ich. Ja, oder so. Irgendwie. Aber das heißt, er war ja da. Das heißt nicht, dass die zusammen gespielt haben. Das geht ja nur um die Torstatistik, weißt du? War ich in der Startaufstellung der EM 2008? Also ja, im Finale? Im Finale, ja. Nein, im Finale nein. Nein, okay. Ja. So ein Bankspieler, Digga. Aber ich raus. Aber er hat trotzdem beim Barca gespielt. Ja, und in Österreich. Lass uns mal über Österreich nachdenken, weil das kann nur ein kleiner Kreis an Spielern sein. Oder was weiß ich, wer in Österreich gespielt hat. Ja, ihr seid hier die Podcast-Jungs. Ich kenne nicht mal drei Mannschaften von denen. Ja, doch. Wen? Austria Wien, Rapid Wien. Und Salzburg. Und Salzburg. Und Klagenfurt. SK Linz Innsbruck. Oder so. Wow. Innsbruck. Du warst nicht gefragt, oder? Ey, Digga. Das ist gut. Das ist echt gut. Wahrscheinlich war das ein Verteidiger oder so. Fragen hast du noch? Auch zwei. Welcher Verteidiger war bitte bei Barcelona? Und in Österreich. Und Deutscher. Ich kenne kaum Deutsche, die bei Barcelona. Das kann auch ein Torwart gewesen sein. So ein Butt hat ja auch im Elfer geschossen. Das waren ja auch viele Tore. Jetzt zum beispielsweise. Ich weiß, glaube ich, wer es war. Ich frage nur eine Frage. War ich Torwart? Nein. Scheiße! Was hast du gedacht? Ah, rest in peace, aber ich dachte Enkel, weil der bei Barcelona der war. Der war tatsächlich stimmt. Ja, der war nicht mal schlecht, der stimmt! Der war nicht mal schlecht. Aber wenn der mehr Tore gemacht hätte als Abidal. Ja, ich dachte, vielleicht hat er Elfer geschossen. Ich wollte gerade sagen, kann ja sein. Ich habe an niemand anderes gedacht, aber der war nicht bei Dings. Bin ich Verteidiger? Ja. Du hast keine Frage mehr jetzt. Nein, ich habe noch eine. Ich habe noch eine. Bene? Ich habe noch zwei. Nein, das war ein Tipp. Er hat aber keine mehr. Du hast gefragt, bin ich Robert Enke, oder? Nee, ich habe nur gefragt, Torwart. Ich habe nur noch einen Tipp. Ich habe nur noch einen Tipp insgesamt. Ein Tipp noch. Ja. Einfach den Punkt, Jungs. Gib mir einfach den Punkt. Ein Verteidiger, der in Österreich und bei Barca gespielt hat. Und Holland. Und 2008 bei der EM mit dabei gewesen ist. In Holland war er auch noch. Ja. Boah, das ist tough. Das ist gut. Klar. Das ist auch mein schwerer Spieler. Das ist echt gut. Das war Spieler auf Spieler Nummer 23 in Nationalmannschaftskader. Hundertprozentig. Das war dieses, alle haben sich damals beschwert, warum der überhaupt mit darf. Oder das Ding ist, man erinnert sich halt mehr an den Sieger immer. Also ich könnte dir die meisten halt von Spanien nennen. Aber ja, klar, natürlich. Da hast du auf jeden Fall recht. Vor allem, das war auch vor der Generation, die wir so kennengelernt haben, richtig. Die Deutschen, ne? Ja. Und ein Verteidiger aus den Zeiten, wen gibt's denn da noch?
jetzt außer Mertesacker und dem anderen. Ich kenne nur noch Marcel Janssen, ich weiß nicht, ob er dabei war. Wo soll ich euch einen Tipp geben? Nein. Ich glaube, der hat auch da noch nicht ermittelt. Ich kann euch einen Tipp geben. Gebt einfach auf. Ich wusste es. Janssen war auch nicht in Österreich oder in Holland, der war nur in Deutschland. Der war nur Deutschland, ne? Gute deutsche Außenverteidiger damals. Vielleicht ist es auch ein Infanterie. Die nicht Philipp Lahm gewesen sind. Okay, ja, das stimmt natürlich auch. Philipp Lahm gewesen sind. Guck mal, es gab gibt jetzt keine guten deutschen Außenverteidiger und damals gab es auch keine außer Philipp Lahm. Das ist das. Deswegen habe ich an Hövedes gedacht, aber der war ja wirklich vorher, ne? Ja, der war bei der EM. Die waren da alle noch. U21 Spieler. Ja. Özil, Boateng, Hummels. Lass mal herausfinden, wo der in Holland gespielt hat, vielleicht. Bringt uns das oder in Deutschland. Nein, sie auch immer. Darauf. Oder in Deutschland. Mir hilft das nicht weiter. Lass nach Deutschland. Wenn es ein Bayern-Spieler ist? Ja. Oder halt ein Dortmund-Spieler? Ein Dortmund-Spieler. Warte, Christian Wörns gab es. Die Jungs sind hier richtig on fire hier gerade. Ich höre, ich habe einen Zug. Der war im Leben für Barcelona. Vielleicht kommt der mit Carsten Ramm. Ja, der war auch nicht torgefährlich. Also Wörns war im Leben nicht torgefährlich. Bin ich Christian Wörns? Nein. Du bist raus. Oder das wäre so krass. Du bist raus. Zweimal hintereinander, Digga. Du bist komplett raus. Du bist raus. Das sind nur wir beide jetzt. Ja. Bene. Ja, Schalker waren noch für. Ja, wobei, die guten Schalker waren mehr Deutsche. Die kamen erst mit der Generation, die danach das Ding gewonnen hat. Was mit Nowotny? War der Verteidiger? Oder Ramelow? Ramelow war Sechser, das kann nicht sein. Nowotny war auch mit Nowotny war Leverkusen. Oder? Aber der war nicht bei Barca. Nee, Nowotny war Innenverteidiger. Ja, achso, okay. Die habe ich als Kinder mitgekriegt. Ich habe die nicht so auf dem Schirm, die Spieler da. Ich dachte, die kriegen es raus, aber. Könnt ruhig aufgeben, Jungs. Lass mal an 2006 denken. Ich glaube, wir erinnern uns mehr an Spieler von 2006 als an 2008. Aber die haben ja auch 2008 wahrscheinlich gespielt, die meisten. An die Verteidiger von damals kann ich mich kaum erinnern. Also wir haben halt die beiden Namen genannt, die man kennt, die beiden M's. Nowotny fällt raus, Lahm fällt raus. Und er war ein Bankspieler. Das hast du gut gemacht. Geil, Alter. Aber die beiden M's. Der hat die komplett boykottiert. Hast aber auch verdient. Ey, bei Barca, Digga, ey, wenn die das jetzt raus haben, die Zuschauer jetzt schon, oder die lachen uns aus. Es kann ja auch ein Deutscher sein, der danach zu Barca gewechselt ist, nach der EM. Aber generell fallen mir nicht viele ein. Ich weiß gar nicht, welche Deutsche außer Ter Stegen mal Barca gewesen sind. Okay, und jetzt Enke. Frag doch, wie viele Spiele er bei Barca oder so. Das hilft mir doch nicht weiter. Ja oder nein, das ist keine Ja- oder Nein-Antwort, Digga. Na, also hat er mehr als 50 Spiele bei Barca gespielt. Ja, das bringt uns doch nichts. Ja, dann waren es 48 oder noch 41. Aber das muss dir auch weiterhelfen. Möchte ich auch nicht. Glück, dass ich raus bin. Bin ich vor 2010 bei Barca gewesen? Nein. Okay. Hätte ich das mal vorher gewusst. Oh, scheiße. Ich war danach bei Barca. Das heißt, ich war keine Frage mehr, der Verteidiger, der danach bei Barca war. Jungs, da kommt ihr nicht drauf. Danach bei Barca. Der war auch bei Barca bestimmt kein Stammspieler, obwohl er trotzdem mit Torwart Abidal gemacht. Weißt du, an wen ich gedacht habe? Und wen? Mustafi. Warum auch immer. Aber der war nur in Italien. War doch bei Valencia. Ja. Damals war er noch ein Bub. Verteidiger nach 2010. Und der ist auch anscheinend nicht so bekannt. 2010. Irgendjemand, der bestimmt nur so ein halbes Jahr da war und einfach zwei Tore gemacht hat, weil Abidal nur ein Tor hat. Kann man eine Frage, ob er die Champions League gewonnen hat? Oder? Ja, er hat nur noch eine. Hast du nur noch eine Frage? Wollen wir die Frage dafür verschwenden? Champions League, aber wann? Dann wisst ihr doch wann. 2015, ach so, den Kader kennt ihr doch. Dann war es 2011. Wann? 2015? Ja, frag. Nein, das macht keinen Sinn. Warte mal. Deswegen. Wir können auch überlegen. Wir können ja überlegen, wer im Kader war 2015. Also hast du schon eine Idee? Hast du schon einen Spieler bekommen? Der ist raus. Ja, ich meine, ich frage. Der arme Junge ist schon leider auf der Auswechselbank. Ich dachte, bringt ja auch keinen Input. Ich stelle dumme Fragen. Ich gebe euch nur Tipps, weil dann könnt ihr das eingrenzen auf 2011. Wenn ihr wisst, dass er die Champions League gewonnen hat mit denen. 2011 war auf jeden Fall kein Deutscher im Kader. Das kann ich dir auch so sagen. Dann zieh mir mal den Kader auf, wenn du das so sagen kannst. 2011? Ja. Yeah. Ja, Bruder. Jungs, stellt einfach noch eine Frage. Weil der ist und und der war in Österreich, fällt mir gerade wieder ein. Vielleicht und Holland. Welcher Deutsche war bei Barca und in Holland? Robin Gosens. Nee, ist zu jung. Oliver Neuville vielleicht. Der ist kein Verteidiger. Mir ist echt langweilig, ja? Ja, Bruder, du hast drei Fragen hintereinander rausgeholt. Ja. Ich habe wenigstens. Er hat aber schon einen Punkt und ich auch.
Ja, wir überlegen. Ich habe gleich zwei. Ich habe auch. Er ist der Einzige. Er braucht einen Punkt jetzt. Ne? Mehr als ich. Also ich brauche den Punkt nicht unbedingt. Aber ich will ihn dir auch nicht schenken, damit du. Ja, du schenkst mir den schon. Verteidiger, Mann. Barca. Verteidiger. Wer ist denn damals aus Deutschland nach Barca? Oder? Gut, er muss ja gar nicht aus Deutschland gewechselt sein. Kann ja auch Holland gewesen sein. Deswegen. Wir waren in Holland. Verteidiger. Jetzt check ich, warum Sharkys Videos eine Stunde irgendwas gehen. Ja, Bruder. Nächstes Mal Timer, Klick, Uhr. Ja, übrigens, Shoutout an SDS. Ja, für die geil. Richtig geile Videos. Aber, ja, das ist tough. Ich schwöre. Ja, Leute. Ey, Junge. Das regt mich auch nochmal auf. Ja. Im Hintergrund läuft den, den. Das ist, ey, ich bin ehrlich. Wie oft sind die Meister geworden? In denen ich bin ehrlich, das ist echt mies. Bis das ist echt mies gemacht. 10 bis 23. Öfter als Real auf jeden Fall. Nee. Ah, nee, doch. Ich glaube nicht. Leute, ihr werdet nicht drauf kommen. Tut mir leid. Ey, ich gebe euch noch zwei raus. Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung. Bist du raus? Ja. Guck mal, ich habe nie gesagt, dass ich bei Barcelona gespielt habe. Ja, siehst du, das meinte ich doch. Und Herbert hat eben einmal gesagt, vielleicht habe ich nur ein Eigentor geschossen. Herbert. Das meinte ich. Und es ist, hör zu. Deswegen frei ich lieber, zu, Bruder. Hör zu. Halb Mensch, halb Tier, HW4. Heiko Westermann. Ich hatte im Kopf die ganzen, nicht Heiko Westermann, aber ich das meinte ich doch ganz am Anfang. Ich hab doch gesagt, Digga. Ey, ich muss ja Dings mehr Tore geschossen haben als Abidal und dann meintet ihr, ja, er hat ja bei Barca gespielt. Und er hat noch gesagt, vielleicht ja, nur ein Eigentor. Ja, ja, ja. Und dann dachte ich, und ihr wart die ganze Zeit so, ja, der bei Barca gespielt, bei Barca gespielt. Ich hab nie gesagt, dass ich bei Barca gespielt habe. Was? Soll ich euch helfen oder was? Nicht helfen, nicht danach, Bruder. Währenddessen, Bruder, bei den Fragen. Achso, da war ich verwirrt wie ihr. Erst als ich hier die ganze Zeit saß und nichts gemacht habe. Mein Bruder spielt auch professionell Fußball. Bis jetzt war ich nur bei 4 Vereinen oder spielte auch professionell Fußball. Bis jetzt war ich nur bei 4 Vereinen und ich bin nicht aus Europa. Und du hast jetzt ein einfacher Spieler. Bruder. Nee, Andrea Basali war mein einfacher Spieler. Ach, dein Ernst? Der erste Spieler. Aber der ist auch nicht. Der erste ist so Fakt, wie Basali. Der erste Fakt noch. Mein Bruder spielt auch professionell Fußball. Also auch spielt. Immer noch. Das muss kurz noch gucken. Aber ich glaube schon. Ja. So, eigentlich schon. 4 Länder gespielt. Spielt oder spielte der Bruder? Spielt. Tö. Also der Bruder spielt immer noch Fußball. Er spielt noch Fußball. Mein Bruder spielt Fußball. Genau. Mein Bruder ich aktiv? Ja, du bist noch aktiv. Noch in die zwei und drei nochmal. Bis jetzt war ich nur bei 4 Vereinen im Herrenbereich. Und ich bin nicht aus Europa. Nicht aus Europa. Und du bist noch aktiv. Und ich bin noch aktiv. Es gibt viele Spieler, die Brüder haben. Ja, gut. Lass mal alle unsere Fragen direkt ballern. Ja, ich weil sonst, bin ich aus Afrika? Nein. Lateinamerika? Ja. Okay. Brüderpaare aus Lateinamerika. Was? Brüderpaare aus Lateinamerika, von denen beide noch spielen. Beide noch spielen. Spiele ich in Europa Fußball? Nein, ich spiele nicht mehr in Europa Fußball. Ich war direkt noch korrekt, die habe euch einen Tipp gegeben. Das war doof. Dafür stehst du mit deinem Namen. Ich spiele nicht mehr in Europa. Bist du Giovanni Dos Santos? Nein. Ist nur noch ein Tipp, ne? Spielt mein Bruder in Europa? Zurzeit, die Frage? Ja, natürlich. Das muss ich nachgucken, ob mein Bruder noch in Europa Fußball spielt. Ja, er spielt noch in Europa Fußball. Nee, er spielt nicht mehr in Europa Fußball. Sorry. Falsch gesehen. Aber er spielt noch. Er spielt noch, ja. Aber er spielt nicht mehr in Europa Fußball. Wissen wir, ob er in Europa spielt? Ja, habe ich ja eben gefragt. Okay. Also er spielt nicht mehr in Europa. Das ja, er nicht gesagt. Mehr und sein Bruder auch nicht mehr. Und sein Bruder auch nicht mehr. Okay, gut. Digga. Ich denke halt an bekannte Brüder, die mal gespielt haben. Vielleicht ist einer der beiden Brüder halt richtig schlecht gewesen, weil den kennt man gar nicht. Weißt du, was ich meine? Das kann ja auch sein. Ja, ich glaube, man will auch so einen rauswählen. Dass irgendein Marcelo jetzt, der jetzt in Brasilien spielt, einen Bruder hat, der auch mal Profi ist. Ja. Bruder. Vielleicht Nationalität fragen?
Ich habe noch eine Frage. Lateinamerika, wie willst du das eingrenzen? Das ist halt schwer. Ja, so die bekanntesten halt. Brasilien? Ja, also ich habe nur eine Frage. Wie viel hast du? Du hast die meisten Fragen, ne? Nee, ich habe auch nur noch eine Frage. Ich habe aktiv gefragt und... Du hast, glaube ich, noch. Du hast noch zwei. Bin ich Brasilianer? Ja. Kriegst du sehr gut. Eigentlich müsst ihr jetzt... Vier Vereine. Müsst ihr in die Nähe kommen. Ja, vier Vereine. Bin ich ein Zwilling? Ja. Bin ich Raphael? Ja! Ja! Junge! Das ist stark. Das ist bei Manu gerade. Wie ist dein Bruder? Fabio. Ich finde gut, dass ich den richtigen auch gewählt habe. Ja, genau. Ich hätte noch gedauert. Ja, ich habe nur überlegt, sei ja was switchen. Aber die haben beide unterschiedlich eingespielt. West. Tamam West, mach direkt weiter. Das ging schnell. Das habt ihr. Mein zweiter ist richtig leicht. Ich habe meine Karriere bei Ajax Amsterdam angefangen. Ich habe einmal die Premier League gewonnen. Und ich bin Vize-Weltmeister. Bin ich Ruud van Nistelrooy? Nein. Oder warum? Frag doch erst. Ich wollte einfach mal, hätte ja sein können. Ich bin Vize-Weltmeister bei Ajax Amsterdam gewonnen. Als Dings? Das heißt, es ist schon klar, dass ich Niederländer bin. Das ist mir schon mal klar, weil ich bin 2010 Vize-Weltmeister geworden. Frag ruhig nochmal. Ich will das gerne fragen, aber ich traue mich nicht. Weil ich will die Frage nicht verschwören. Aber ich frage trotzdem, bin ich 2010 Vize-Weltmeister geworden? Ja. Tamam, alles klar. Ich will eine Bestätigung. Bin ich Robin van Persie? Nein, du hast keinen Tipp. Van Persie, du kannst jetzt keinen Namen, Bruder. Du kannst keinen Tipp mehr machen. Du kannst auch keinen Punkt mehr machen. Du kannst keinen Punkt mehr. Ich war bei Ajax Amsterdam, ich bin... Und Robin van Persie war... Hast du nicht Champions League gesehen? Nee, bei Rotterdam. Premier League hat einmal Premier League gewonnen. Einmal Premier League gewonnen, Vize-Weltmeister und bei Ajax seine Karriere begonnen. Groningen war Robin. Also ihr habt das jetzt schon sehr gut eingegrenzt, ne? Also Vize-Weltmeister, ne? Holländer. Boah, nee, das passt nicht. War ich in der Startaufstellung im WM-Finale? Ja, guck mal, 11 Spieler. Nicht mal ein Spieler. Ich weiß gar nicht mehr die ganze Aufstellung. Nein, die Frage, wer von denen ist mit Meister geworden? Easy, einmal. Easy. Ich hab's. Ja. Ich mach schnell, bevor ihr mir den klaut. Ich kann nicht mehr. Hab ich schon einen Spieler gesagt? Nein. Nein, noch nicht. Okay, bin ich Edwin Wandersaar? Nein. Scheiße. Der ist doch zu alt. Ich dachte, vielleicht hat er nur einmal so gut? Mit Menü? Achso, hast du nur einmal? Ich dachte, er hat gerade eben Okay, ich hab's doch gerade noch extra genau deswegen. Oh ja, welcher Holländer war damals im WM-Finale in der Startaufstellung und ist nur einmal in England Meister geworden? Einmal. Guck mal, Chelsea hat zweimal gewonnen, United hat back-to-back-to-back gewonnen und dazwischen hat einer gewonnen und dann hat United wieder gewonnen. Aber wer? Wer hat dazwischen gewonnen? Das heißt ja nicht, dass der Verein einmal gewonnen hat, nur der Spieler hat nur einmal gewonnen. Ja, ich denke jetzt mal so, vielleicht. Gut, aber Chelsea war noch keine passenden Holländer. Ey, ihr macht mich fertig, ne? Anstatt euch an die WM zu erinnern. Ja, nein, wir denken viel zu kompliziert. Das sind nur 6 Jahre. Weißt du gar nicht mehr. Wer von denen war mal in England aus der Startaufstellung? Van Bommel war da. In England? Nein, ich meine in der Startaufstellung. Lass doch hinten anfangen, ist so einfacher. Ja, ich weiß, aber es ist kein Verteidiger. Es ist nicht Van der Sar und es ist kein Verteidiger. Deswegen müssen wir direkt. Also Mittelfeld oder Sturm? Snyder hat von Anfang an gespielt, Robin hat von Anfang an gespielt. Der war aber nie in England. Robin ist. Das ist richtig einfach. Ich hatte den Robin hat aber bei Groningen angefangen. Der war nie bei Ajax Amsterdam. Liverpool gibt es einen, der sein könnte. Bin ich der Kult? Nein. Du hast keinen Tipp mehr. Er war schneller. Es gibt noch einen zweiten, der es auch sein könnte. Er war schneller. Wir haben beide noch. Herbert, es gibt noch einen zweiten, der es auch sein könnte. Ryan Babel, bin ich Ryan Babel? Nein. Oh mein Gott. Ey, was mit euch? Ist er nicht? Du hast nur noch... Warte mal. Ich habe nur noch einen. Der hat doch verloren schon. Ich gebe ihm den. Du hast jetzt nur noch einen Tipp, diesen Punkt zu... Also... Boah, jetzt muss ich aber echt... Ihr beiden seid raus. Nee, anstatt Fragen erstmal zu stellen. Mit wem er Meister geworden ist vielleicht. Fragen stellen, oder? Nee. Auch nicht mehr. Also, um dir zu helfen, könnten wir. Ich helfe dir nicht. Ich darf keine Fragen stellen. Ja gut, was du so bist, das ist ja klar. Wie, du darfst keine Fragen stellen? Ich darf keine Fragen mehr stellen. Doch, du kannst keinen Punkt mehr erzielen. Ja, gut. Gab's denn da noch? Du kannst doch Fragen stellen. Obwohl, das kann ich ja nicht. Vanderfahrt hat ja bei Ajax angefangen. Ja, ist doch egal, ich bin bei Tottenham war da nur. Und die sind die Meister. Ja, danke, ja. Wer? Man muss ja bei Chelsea gespielt haben. Chelsea hatte keinen passenden Holländer. Arsenal vielleicht? Die sind alle, nee, die Holländer, die es da gab, können es nicht sein.
Also außer er war ein Junge, nee, der war ja in der Startaufstellung. Herr, warte, sind in den 10er Jahren nur Arsenal, United und Chelsea Arsenal ist Meister nicht, geworden? Arsenal ist da gar nicht Meister geworden. Noch 2-4. 10er Jahre, hast du gerade gesagt. Achso, Nullerjahre. Nullerjahre, okay, dann schon. Könnte auch danach sein, ne? So ist nicht. Mit City oder so. Ja, geht hatten die Holländer? Punkt. Gib mir den Sieg. Okay. Der war in der 2010 in der Startaufstellung. Ja, guck mal, ich sag noch, bin ich Mittelfeldspieler, nur vielleicht kommt er weiter. Ja. Ja? Ja. Für dich jetzt? Ich weiß immer nicht. Weißt du, hast du noch eine Frage? Warte mal, der beim HSV war. Van der Vaart. Nein. Der andere, der bei City war der auch. Der große Bullige. Nigel de Jong. Könnte er das sein? Könnte er das nein, sein? Obwohl, nee, sagen, ist der Meister geworden? Mach. Doch, das ist er, ist Meister der geworden. City. Bin ich Nigel de Jong. Nein. Danke, Jungs, danke. Digga, ja, so danke. Danke. Oh, ihr teilt euch den Punkt, ne? Ach, alles gut. Von mir aus. Oder vor allem, das war der Dings, Xabi Alonso in den Brust getreten hat. Mann. Digga. Dass euch der nicht einfällt, ne? Wie komme ich da nicht drauf? Ja, so einfach war der. Ich hab auch nur Van Bronckhorst nennst, Bruder. Ich hab vorhin gesagt, kein Verteidiger. Ja, ich hab nur, ich wusste ja, ich durfte ja. Und Van Persie war schon raus, Robben. Ich hab an die Bekannten gedacht, Van Nistelrooy, Van Persie. Ihr habt schon alle so Leute. Ich hab den Punkt. Ich habe mit Morata, Higuain, Kaká, Di Maria, Özil und Ronaldo zusammengespielt. Ja, sag doch direkt, ich hab recht. Ich denke, danke. Oh mein Gott. Unter Mourinho. Das kann das aber, ja, deswegen. Ja, okay. Aber mecker erstmal rum. Der guckt schon rein bei dir. Mein Bruder ist Co-Trainer beim RSV Meinetzhagen. Die spielen in der zweiten Westfalenliga. Ich bin nur... Mein Bruder ist Co-Trainer. Dein Bruder, also ja, mein Bruder ist Co-Trainer. Gut, das ist nicht gezählt. Und was ist die dritte? Die dritte ist, ich war mit 16 Jahren und 355 Tagen jüngster. Ich bin Nuri Sahin. Ich wollte das gerade sagen. Du bist wirklich. Du hast gehört, wie ich Nuri gesagt habe. Digga, danke. Ey, ihr habt das doch gehört. Ey, er war das 15 Jahre lang. Das finde ich krass. Der war 15 Jahre lang jüngster Bundesliga. Nuri Al-Shabaab sagen oder so. Mir doch egal. Ey, Junge. Kurz, ja. 4 Punkte, mein Freund. Also 4 oder 3? 4. Ja, also das eigentlich schon für euch vorbei. Das sind aber korrekte Dinger. Muss man die lassen. Ja. Nein, du hast 3, kann doch gar nicht sein. Wir hatten nur Gleichstand. Nein. Ich habe doch einen ganz am Anfang mit Dings geholt, mit Balsali. Dann meinen eigenen Spieler Heiko Westermann. Dann gerade von dir und jetzt nochmal. Tut mir leid. Nico geht komplett steil. So. Mein erstes Profispiel. Das war aber echt easy. Yeah. Ja, mein erstes Profispiel habe ich in Frankreich gemacht. Viele sagen, mein Wechsel nach China war viel zu früh. Und, jetzt müsst ihr, ihr kommt safe drauf. Ich habe im Champions League-Finale in der 79. Minute den 1-1 Ausgleich gemacht. Bin ich Lavezzi? Was? Bin ich Lavezzi? Nein. Ich habe im Champions League-Finale den 1-1 Ausgleich gemacht? Ja. In der 79. Minute, falls du wissen willst. Kannst du nochmal alle vorlesen? Mein Wechsel zu China war zu früh. Profidebüt. Da fahren wir direkt zwei ein, die das sein können. Ja, aber der eine kann es nicht sein, weil der nie im Champions League-Finale getroffen hat. Schon. Aber der andere? Also nochmal, ja. Mein erstes Profispiel habe ich in Frankreich gemacht. Viele sagen, mein Wechsel nach China war viel zu früh. Und das letzte, ich habe im Champions League-Finale in der 79. Minute den 1-1 Ausgleich geschossen. Ja, die Frage ist, in welchem Champions League-Finale? Für welchen Verein? Ja, komm, ey, soll ich noch leichter machen? Soll ich noch bin ich Yannick Carrasco? That's right. Hat er in Frankreich angefangen? Bei wem? Ja, Monaco. Stimmt. Herbert, ja, ja, du bist jetzt durch, ne? Ja, Jungs. Ach, das ist also das gegen Real? Obwohl, kann ja nur, ne? Ja, ja, 1-1 gegen Real. Oh, Mann. 4 Punkte habe ich geholt, du? 1. Wie hast du? 2, glaube ich. Guck mal, wie der lügt. Geht doch gar nicht. Natürlich habe ich 2. Welchen Namen hattest du gerade? Was ist denn mit euch? Was war gerade dein Name? Ich hatte Raphael rausgeholt und den. Stimmt. Und seinen eigenen und Raphael. Eigenen. Ja, also 2. Ja, 2. Habt ihr alle von mir 4, 5, 6, 7, 8, passt. Ihr beide 1, 2 und ich 4. Ah. Stark. Okay. Stark. Stark. Ja, Nico hat gewonnen mit 4 Punkten. Das war's von diesem Video. Liked, kommentiert und abonniert auf jeden Fall. Macht die Glocke an und sagt uns, ob ihr auch auf die Spieler gekommen seid und ob ihr mehr von dieser Rubrik sehen wollt. Das war's von Steak & Lobster. Also das Beste vom Besten. Ja, guten Morgen. Ciao, ciao. Hey, du hast bis zum Ende geschaut. Danke dafür. Um nichts zu verpassen, abonniere den Kanal. Und zwar hier.